zurück bei Brinkmann und König und zu Gast ist heute Rona Tietje. Sie ist Bezirksstadträtin von Pankow für Jugend, Wirtschaft und Soziales. Wir sind gerade bei einem wunden Punkt, so haben Sie es genannt, am Bahnhof. Eine riesige Fläche, die jetzt seit über 10 Jahren in der Diskussion ist und nichts passiert. Aber vielleicht können wir dieses Beispiel herannehmen. Wo sind die Interessenskollisionen? Wer mischt sich da noch ein? Wer hat mitzureden und wer blockiert? Blockiert kann man, glaube ich, gar nicht sagen, weil es sind unterschiedliche Interessen und es ist natürlich legitim, auch gerade bei solchen Gebieten unterschiedliche Interessen zu vertreten. Es ist der Senat, der dort mit im Spiel ist, der Bezirk und da jeweils auch unterschiedliche Abteilungen, unterschiedliche Senatsverwaltungen beziehungsweise auch unterschiedliche Bezirksämter und es ist auch nicht ganz unkompliziert, gerade wenn man dort Wohnungsbau in Größenordnung realisiert, auch zum Beispiel die Verkehrsfragen mitzudenken und mit zu planen, so dass da ein vernünftiges Ergebnis bei rauskommt. Nichtsdestotrotz, wenn Sie mich fragen, ich bin fest entschlossen, dort meinen Teil zu tun, dass in dieser Legislaturperiode dort noch etwas passiert. Ich halte das für ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich glaube auch, das versteht in der Tat niemand mehr, dass dort seit so vielen Jahren nichts passiert ist. Die Frage ist ja, was wollen Sie da? Wollen Sie da ein Gewerbegebiet, so wie es geplant ist vom Investor, oder wollen Sie da Wohnungen bauen? Es ist ja kein Gewerbegebiet geplant. Es ist da ein Gebiet geplant, wo zum einen Wohnungen gebaut werden sollen und zum anderen Einzelhandel. Also ein Gewerbegebiet stand dort nie in Rede. Also da muss ich jetzt auch mal ein bisschen Erstaunlicher, wenn da Wohnungen gebaut werden sollen. Warum dauert denn das so lange? Wie gesagt, unterschiedliche Akteure sind dort mit im Spiel. Ganz viele Akteure sind dort im Spiel. Da muss einer mal ins Machtwort reden. Das ist richtig. Ja, warum sind Sie das nicht? Ist doch in Ihrem Bezirk. Ist in meinem Bezirk, aber Sie sagen, ich will das. Ich bin ja nicht diejenige, die alleine dort entscheiden kann. Aber glauben Sie mir, wenn ich das dürfte, ja, die erhebe ich auch. Ja. In dem Zusammenhang. Ich meine, alle Leute, die da wohnen, sagen sich, wir reden über Wohnungsbau und diese ganze Fläche schlicht leer. Seit wie vielen Jahren haben Sie gesagt? 18 Jahren. Ungefähr. Also ja, ganz, ganz klares Bekenntnis. Ich bin dafür, dass dort was passiert. Wenn es nach mir nur ginge und allein nur ginge, dann wäre dort auch sicherlich schon mehr passiert. Aber wie gesagt, Zielsetzung ist und auch erklärte Zielsetzung der Zielgemeinschaft im Bezirk ist, dass so 2021 spätestens... Wenn wir Sie in einem Jahr wieder einladen, spätestens in einem Jahr und da ist immer noch nichts gebaut. Ankündigungstafeln gab es da auch schon eine ganze Reihe, deswegen. Aber Pankow ist doch eines der aufstrebenden Bezirke, lese ich immer. Ja. Hohe Geburtenrate, hoher Zuzug, schönes Wohnen, viele Neubaugebiete. Ja, es müsste doch eigentlich sprudeln bei Ihnen. Tut es das auch an Steuereinnahmen? Ja, wie gesagt, die Bezirke sind ja, die bekommen ja nicht direkt, oder können nicht direkt an den Steuereinnahmen partizipieren. Ja, aber sie kriegen ja einen Teil davon ab. Das ist wie zu Hause, Kindergeld. Es steht leider nicht in direkter Abhängigkeit von den Steuereinnahmen, sondern es ist ja so, dass die Bezirke Geld zugewiesen bekommen vom Senat, in einer sogenannten Globalsumme, auch das wieder ganz, ganz technische Begriffe, aber die Bezirke bekommen Geld vom Senat, mit dem sie wirtschaften können und dass sie in dem Rahmen dann auch frei verteilen können. Steht aber leider in keinerlei Abhängigkeit zum Steueraufkommen. Deswegen sage ich ja auch häufig, gerade im Bereich der Wirtschaftsförderung ist das schade, weil es gäbe bestimmt ein größeres Interesse und auch mehr Mitstreiter, eine aktive Ansiedlungspolitik zu machen, wenn man von den Steuereinnahmen partizipieren würde direkt. Ja, aber Sie können mit dem Bürgermeister reden, mit dem Finanzsenator und sagen, hören Sie mal, oder duzt ihr euch als Genossen? Ja, haben Sie. Ja, ich sage, hör mal zu, Michael, ich brauche jetzt mal ein 10 Millionen mehr. Wie läuft denn sowas ab, rein technisch? Gehen Sie da wirklich hin und sagen, wir haben jetzt so und so viel Einwohner mehr, wir müssen mehr Straßen bauen, wir müssen mehr Kitas bauen, ich brauche also mehr Geld? Naja, das läuft in etwa so. Etwas komplizierter ist es schon. Wie gesagt, also es gibt auch da einen Zuteilungsschlüssel, der sich zum einen nach den Einwohnern bemisst, aber auch nach sozialen Indikatoren, gerade Bezirke, denen es sozial schlechter geht, dazu gehört Pankow nicht, die erwarten natürlich auch, dass da ein gewisser Ausgleich ist, dass die auch mehr tun können, um da nochmal
nochmal andere Maßnahmen im sozialen Bereich dann auch zu realisieren. Und dann ist es tatsächlich so, wie Sie sagen, dann gehen die Bezirke zum Senat, sagen irgendwie, wir brauchen für dieses und jenes mehr Geld und dann wird darüber verhandelt. Und dann im Idealfall einigt man sich dann irgendwo in der Mitte. Würden Sie sich mehr Unterstützung von der Wirtschaftssenatorin, der Frau Popp, erwarten? Das ist immer so ein bisschen eine schwierige Frage mit der Unterstützung vom Senat. Nicht nur die bei Frage war einfach, nur die Antwort ist vielleicht schwierig. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, gerade das Senat und Bezirke, also das vielleicht mal als generelle Bemerkung, wenn Senat und Bezirke sich gerade in der Öffentlichkeit so gegeneinander ausspielen. Ich finde eigentlich, dass man erwachsenen Menschen verbieten sollte, so übereinander zu reden in der Form, dass man sagt, irgendwie der Senat irgendwie müsste jetzt mehr machen, die Bezirke müssten mehr machen und das über die Presse, weil eigentlich müssen wir miteinander reden und schauen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Zu Ihrer konkreten Frage, ich bin gerade in Bezug auf den Wirtschaftssenat eigentlich ganz zufrieden, was die Unterstützung auch für die Bezirke angeht. Also es gibt jetzt von der Senatsverwaltung auch ein neues Planungswerk, den Stadtentwicklungsplan Wirtschaft 2030, der demnächst verabschiedet werden soll, wo dann auch unterschiedliche Potenzialflächen für Wirtschaftsunternehmen vorgesehen sind, wo auch die Möglichkeit vorgesehen ist, die Bezirke nochmal zu unterstützen, auch mit finanziellen Mitteln, mit Planungsmitteln zu unterstützen. Und da bin ich eigentlich, was den Wirtschaftssenat angeht, ganz zufrieden. Und für alle, auf alle Bereiche verteilt. Jung, Soziales, Sie müssen ja mit drei Senatoren sprechen, nicht? Ganz genau, ganz genau. Ja, wie gesagt, mir ist es immer ganz wichtig, dass man da am einen Strang zieht und schaut, dass man das nicht überreizt, irgendwie, indem man sich gegenseitig mit Schuldzuweisungen gerade über Medien überzieht. Also insofern, der Draht ist zu allen Senatsverwaltungen gut. Man ist da sicherlich nicht immer in allen Punkten einer Meinung, aber wenn ich das vielleicht, ich glaube, so weit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, es ist in den letzten Jahren besser geworden. Ja. Also Sie sind ganz zufrieden mit? Man hört auch stärker auf die Stimme der Bezirke und reagiert auch. Das war in der Vergangenheit zum Teil ein bisschen schwieriger. Naja, seitdem Sie da sind in Pankow, mir vorstellen, mit einer bezaubernden Stadträtin geht man ein bisschen besser um, als ja, mit einem krummeligen Stadtrat. Viel Erfahrung schon gesammelt hat. Sie waren ja für Flüchtlingsunterkünfte eine Zeit lang zuständig. Ja. Sie waren vorher mit den Themen Staatsoper und BER-Flughafen befasst. Also Sie haben irgendwie nichts ausgelassen. Nichts ausgelassen ist schön. Haben Sie den ersten Eröffnungstermin geplant? Nein. Ich habe sozusagen nur im Nachhinein die Auswertung daran. Ja, ich habe im Untersuchungsausschuss... Wer war denn schuld? Oh, ganz schwierig. Nichts ohne aber meinen kurze Anwalt. Antwort. Nichts ohne meinen Anwalt. Nein, also naja, das ist halt so ein Beispiel, dass gerade bei Großprojekten, dass man da sehr, sehr genau schauen muss, wie man so eine Planung von Anfang an aufzieht. Und da ist es wirklich ein Zusammenspiel von sehr komplexen Sachverhalten, da würde ich... Sind Sie Betriebswirtin oder Volkswirtin von Haus aus? Juristin. Juristin. Das heißt, Sie sind gleich nach dem Studium in die Politik? Nie. Also ich habe sehr lange ehrenamtlich Kommunalpolitik gemacht, bevor ich das sozusagen angefangen habe, hauptamtlich zu machen. Ich habe nach dem Studium ganz normal in einer mittelständischen Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet, habe dort ganz was anderes gemacht, habe dort hauptsächlich mit Medienrecht, Urheberrecht, mit solchen Dingen dort zu tun gehabt. Und habe das immer nebenbei gemacht tatsächlich. Ich war 10 Jahre lang ehrenamtlich in der Bezirksverordnetenversammlung und bin dann relativ spät dahin gekommen. Und jetzt wollen Sie Bürgermeisterin werden. Im Moment stehen ja keine Wahlen an. Mal schauen. Sie sind doch in der SPD, Sie sind Genossin. Was halten Sie denn von dem Vorstoß von Kevin Kühnert in diesen Tagen?
Ja, wir Kommunalpolitiker, uns ist ja ein gewisser Strukturkonservatismus eigen. Deswegen sind wir immer sehr dafür, irgendwie schnell zu versuchen, dann auch zu schnellen Lösungen zu kommen und möglichst schnell was zu erreichen. Deswegen kann man mich jetzt so mit, gerade so mit Enteignungsdebatten, da bin ich immer sehr, sehr skeptisch. Oder mit Kollektivierungsdebatten, sagen wir es mal so. Weil ich bin auch Juristin, ich habe es gerade gesagt, ich weiß, was da meistens rauskommt, nämlich jahrelange Rechtsstreitigkeiten und am Ende hat man dann für die Menschen relativ wenig erreicht. Aber der Anwalt, nichts ist so gut dran verdient. Ja? Ganz genau. Ja, man nennt das Umschichtung der einen Tasche in die andere. Aber nichtsdestotrotz sind es ja die richtigen Fragen, die Kevin Kühnert da aufwirft, gerade auch in dem Bereich Wohnungspolitik. Ich sehe das schon mit großer Besorgnis, dass anscheinend die Instrumente, die wir bis jetzt angewendet haben, nicht greifen. Aber alles, also ich kenne es ja irgendwie auch gerade planungsrechtliche Instrumente dort auch. Wir haben ganz viele Milieuschutzgebiete einrichtet auf kommunaler Ebene. Das hilft dann auch mal im Einzelfall. Aber ich glaube, dass man jetzt wirklich auch Maßnahmen braucht, die ein bisschen tiefgreifender wirken. Wie zum Beispiel der Mietendeckel der Berliner SPD, das kann da eine ganz vernünftige, kann da eine vernünftige Idee sein. Bloß was mich halt wirklich ärgert, ist die Aufregung, die jetzt so sein Vorstoß erzeugt. Also wenn wir so wenig aushalten können, mittlerweile schon auch mal in eine andere Richtung, zu denken, das wundert mich. Ich nehme an, die Aufregung war schon bewusst provoziert und wir haben jetzt einige Wahlen bevor, also die Europawahl und Bremen und die drei Landtagswahlen im Osten im Herbst. Und glauben Sie, dass solche Vorstöße hilfreich sind für die SPD? Wobei man ja sagen muss, dass praktisch alle Vorschläge, die gemacht wurden, egal ob es jetzt Milieuschutz ist oder Mietendeckel oder Rückkäufe oder Enteignungen und so weiter, keine einzige Wohnung mehr machen. Das ist richtig. Ja. Also das gerade im Wohnungsbereich, und das ist auch die größte Kritik, die ich an dieser ganzen Enteignungsdebatte habe, ist, man hält sich damit auf. Wie gesagt, man hält sich dann auch auf mit Rechtsstreitigkeiten und dann am Ende des Tages ist keine Wohnung mehr da. Und das ist tatsächlich die Hauptenergie, glaube ich, die wir investieren müssen, neue Wohnungen zu bauen. Aber es ist auch so, und das braucht halt einen bestimmten zeitlichen Vorlauf. Und ich sehe das in meiner Arbeit, gerade als Sozialstadträtin. Ich habe häufig auch mit Menschen zu tun, denen es nicht so gut geht, die Wohnungen suchen, die große Schwierigkeiten haben, auf dem Wohnungsmarkt Wohnungen zu finden. Darauf muss man aus meiner Sicht schon Antworten geben. Die Antwort aus meiner Sicht ist nicht Enteignung, ganz sicher nicht. Ja, das Gelände bebauen am Bahnhof. Zum Beispiel. Aber die Wohnungen sind auch noch nicht morgen da. Und die Menschen brauchen ja jetzt Wohnungen. Sie kommen denn irgendwann. Wenn ich nur darüber rede, passiert nichts. Das ist richtig. Und so gehen wir, eine private Frage darf ich noch stellen. Ihr Vorname, werden viele Leute fragen, Rona, wo kommt der her? Ja, ich... Ganz kurze Antwort. Ganz kurze Antwort, ja. Ich habe irgendwann mal nachgeschlagen, kommt von Corona, Kranz, aber ja. Die Geschichte dazu ist ganz banal. Mein Vater hat den Namen irgendwo gelesen, mal bei einem Schwimmwettkampf auf einer Teilnehmerliste und fand ihn so schön und kurz und bündig. Corona-Bier getrunken und eine Krone für seine Tochter gedacht. So ist die Geschichte wahrscheinlich. Eine schönere Geschichte. Wir bedanken uns, Ewald König vom Korrespondentenbüro Berlin. Und Peter Brinkmann, TV Berlin. Bei Rona Tietje, Bezirksstadträtin für Jugend, Wirtschaft und Soziales in Pankow. Wir haben etwas gelernt und hoffen, dass diese Fläche, die da frei ist, endlich bebaut wird, wenn sie das nächste Mal da sind, dass zumindest der Spatenstich gemacht wurde. Und irgendwann heißt das Rona Tietje Platz. Ja, genau. Ja. Genau. Rona Tietje Memorial Place. Ja, und wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche Dienstag, entweder TV Berlin Spezial oder Brinkmann und König um 18:15 Uhr. Bis dahin. Danke und tschüss.